Hallo Leute und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Montag mit einem neuen LP von Finji und Power Up Audio und die ganzen anderen da eben, die ich noch nie gehört habe. Wir spielen Tunic und wir machen ein neues Spiel. Ich habe ein oder zwei Trophäen habe ich geholt, irgendwie sowas. Aber alles nach Guide, durchgerusht. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich nenne es einfach ein Blind LP, weil am Ende des Tages weiß ich genauso viel wie ihr über Spiel. Nämlich einfach nur, es ist ein Fuchs. Es ist ein Zelda-ähnliches Spiel. Und das war's. Ich kann rollen. Ich habe hier ein Ding. Ich behandle es mal so, als wären die paar Sachen, die ich tatsächlich zumindest mal gesehen habe, als hätte ich noch nicht mal die gesehen. Also, Briefkasten? Okay. Fein. Ich nehme mal an, da steht Stock. L1. Stock, Stock. Aha. Und das ist Geld, nehme ich an. Na, Geld geht immer. Sachen kaputt machen geht auch immer, wie man sieht. Ne? Aber gut, wir haben einen Stock. Stock und Stein brechen mein Gebein. Ne? Fehlt nur noch ein, naja, Stein. Da unten leuchtet irgendwas. Hier komme ich. Doch, ich komme hier durch. Okay. Ich würde sagen, ich komme da nicht mal durch, aber doch, tue ich, aber hier nicht mehr, ne? Nee. Dafür brauchen wir irgendwas Besseres. Ah, wenn ich X gedrückt hatte, kann ich rennen. Nice. Ich mag rennen. Kampf gegen die Kaugummi-Kaugwappen. Okay. Machbar. Es ist zumindest schön, dass ich hier nicht runterfallen kann. Also zumindest nicht, wenn ich gegen die Klippe laufe. Entweder gibt es noch einen Knopf dafür oder eben nicht, aber... Tür. Tür ist zu. Haben Türen leider so an sich. Heldengrab, Schwert. Okay. Zumindest stand da mal was in meiner Sprache. Und vermutlich auch in eurer Sprache. Au. Habe ich eine Energieanzeige? Ist das da unten links meine Energieanzeige? Das pinke? Stadt. Aha. Tja, zur Stadt komme ich auch noch nicht. Ist alles zu. Unmöglich, da was mitzumachen. Na gut. Übrigens die Kamera, falls sich jemand fragt, ich kann. Upsa. Ich kann maximal das da machen, was eigentlich das Anvisieren ist mit L2. Okay. Ist das so ein Respawn-Ding? Yep. Okay. Dark Souls Knochenfeuer gefunden. Juhu. Endlich respawnen alle Gegner. Oh, Schlüssel. Ich nehme mal an, da steht mitnehmen oder sowas um den Dreh. Die Antwort ist ja. Ja. Wege ist Spaß vorbei. Da unten leuchtet irgendwas. Das ist eine Mühle. Da ist ein anderes Teleskop. Ein Brunnen. Ist das die Stadt? Hm. Okay, wir haben einen Schlüssel. Das könnte... Oh, ja? Okay. Bin ich gestorben und habe meinen Körper verlassen? Na gut.
Ah, ich hab gedacht, da unten ist was dabei. Das sind so Kieselsteine, die in der Stratosphäre rumgurken. Nichts für mich. Stimmgabeln? Bei der Macht der Stimmgabel mach auf. Okay. Oh nein. Ah. Also hier sind unsichtbare Wände. Ich kann jetzt nicht einfach durch den Äther laufen, wie ich es gerne hätte. Hallo, großer Fuchs? Fuchs mit Kleid? Welche Edition war das? Bei Pokémon? Sonne, Mond? Jedenfalls der magische Fuchs. Hm. Ich würde glatt drauf tippen, dass wir drei Dingsterbumster kaputt machen müssen, damit wir Fuchs aus Ding rausholen können. Besser kann ich es nicht erklären, weil wir... Naja, aber halt nicht mehr wissen über diese Welt, aber das klingt recht wahrscheinlich, ne? Für immer versiegelt. Oh. Für immer versiegelt. Klingt ja gar nicht gut eigentlich. Gut, aber wir haben einen Schlüssel. Der vermutlich hier reingeht. Jemanden willst du aufschließen? Ja. Also, gehen wir da mal rein. Da stand Schwert. Aufnehmen? Ja. Der Beginn des Abenteuers. Die Ostglocke läuten. Ostwald, Heldengrab, Hauptmann der Wache. Ist das die Übersetzung dann? Da rechts so gesehen? Altes Haus, geflutete Kanalisation, Seite 29. Dunkles Grab, brauchst du eine Lampe. Westgarten. Im fernen Land wurde ein großer Schatz auf ewig versiegelt. Manche meinen, es sei die Macht, den Tod zu trotzen. Das ist Seite 10. Das ist Seite 11. Das bin ich. Das ist ein Fragezeichen. Das werde ich auf Seite 41 erkennen. Preisschatz. Lebenspunkte rot, Ausdauerpunkte grün, Magie blau. Alles tut mehr weh, wenn ich müde bin. Ausdauerpunkte. Fokus, Vorschau, Zaubertrank, bereitgestellte Ausrüstung. Das ist das Hauptgimmick des Spiels. Sie haben halt eine Anleitung, an die wir auch ranzoomen können. Ich finde das so süß, ne? Also, vielleicht sollte ich den hier ausschneiden und als Emote mit einbauen, weil... Guckt euch das an! Einfach wie süß das ist! Ich meine ja nur... 33-jähriger Mann findet Fuchs süß. Das Internet jubelt und jauchzt. Warum ist die Schatztruhe offen? Menno. Jetzt geht doch nichts über schnelles. Schnelles Leiterklettern, ne? Ein Fuchsding. Ich glaube, das weiß ich noch aus meinem damaligen Ding, aber Fuchsding ist hier und kann benutzt werden und gibt dann Geld oder so ähnlich. Aber da ich noch nicht weiß, was ich mit Geld machen will... Gut, einfache Antwort, wir wollen irgendwann was damit kaufen, aber... Deshalb, wenn es nur Geld ist, werden wir auch früher oder später hier irgendwann mal mit Gegner bekämpfen oder so genügend Geld haben. Also, aber wie gesagt, ich weiß quasi nichts, außer dass es halt eine Spardose sein müsste. 39, Dingsterbumstars. Nice. Eigentlich wollen wir ins Heldengrab, ne? Also glaube ich zumindest. Heldengrab?
Ostwald. Ostwald ist dann, glaube ich, richtig, Wallheldgrab. Das sind dann unten bei der anderen Leiter. Wir werden das nie herausfinden, wenn ich immer nur falsch laufe, aber wir kriegen das schon hin. Also das ist ein süßes Spiel auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht viel darüber, außer dass die Anleitung wortwörtlich der Schlüssel zum Erfolg ist. Und ich liebe ja wirklich diese lauten Autofahrer draußen. Nein, diese Anleitungssache. Einfach nur, weil sie Hommage an etwas abgibt, was früher für mich auch immer da war. Ne? Man hat ein Spiel gekauft oder man hat ein Spiel bekommen von der Familie und dann auf dem Rückweg, sag ich mal, wenn man im Auto zum Beispiel unterwegs war, hat man sich die Rückseite des Spiels zigtausendmal durchgelesen, hat sich Anleitung durchgelesen. Das war immer ein Highlight und mittlerweile ist einfach weg. Es ist irrelevant geworden für die Macher, die machen sowas nicht mehr. Das ist echt traurig. Seite 11, Seite 12. Controller, R1 Trank, R2 wäre wohl ein Schild, anvisieren, Seite 14 irgendwas Wichtiges dazu. Laufen, nehme ich an. Waffen, mehrere Waffen und irgendwas auf Seite 13. Auf Seite 13 sehen wir X und quasi das, was ich schon gemacht habe. Ne? X gedrückt halten und wir rennen. Ja. Wahrscheinlich Dinger lesen und. Also, ich hoffe mal, das wird irgendwann mal lesbar, weil. Ich habe noch nicht vor, Stift und Papier rauszuholen, um Sachen, die offensichtlich sind, sowas wie Stock oder sowas, zu übersetzen. Okay. Ja, diese isometrische Perspektive sorgt dafür, dass hier überall Geheimnisse sein können. Und ich weiß nicht, ob wir am Ende des Tages halt alle finden werden, aber ich... Naja, ich würde mir jetzt gerne sagen, ich gebe mir Mühe, aber das tue ich sowieso. Aber ich kann halt nicht versprechen, dass wir alles finden. Ich nehme mal an, dann ist das da oben die Glocke? Oder sowas? Können wir einmal wieder speichern, nachdem wir runtergefallen sind und uns alle Knochen gebrochen haben. Vielen Dank dafür. Oder quasi vielen Dank für nichts. Der Ostwald. Okay. Wow. Au, 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 au. Nämlich. Oh, Moment. Ich glaube, das ist noch von... Ja. Das nimmt keine Trophäen raus. Und war für das, was ich einmal offscreen gemacht hatte, bevor ich dieses Spiel richtig spielen wollte, war das super. Und ich war mich gerade am Fragen, warum ich absolut nichts verliere, weil das wäre ein bisschen merkwürdig einfach. Okay. Und dann fiel es mir gerade wie Schuppen von den Augen. Es fiel mir wieder ein. Das ist zwar nicht gegen die Regeln und ich find's halt, weil es unter Zugänglichkeit geordnet ist, sehr interessant, ne? Weil man halt sagen kann, jeder wird dieses Spiel durchkriegen irgendwie, weil man halt schlussendlich unendlich Versuche haben kann. Aber grundsätzlich, wenn ich es anlassen würde, würde ich mich nicht wohlfühlen. Gut, dass wir das jetzt herausgefunden haben, bevor ich weit im Spiel drin bin. Es wäre mir sehr unangenehm gewesen, wenn jetzt irgendwann gekommen wäre, hey, hallo, was soll denn das? So nach dem Motto. Schwert? Nein.
Pflaume? Beere? Beerenpflaume? Ich gehe mal davon aus, dass es hier irgendwo zum Schwert geht. Nein, das kann ich gerade mega am Off rumlaufen. Das ist schon interessant. Unterarbeit. Spinne. Ich, ja, unterer Wald. Der untere Wald ist kein Ort für ein Füchschen. Jesus. Ostwald ist schon besser so. Halten wir uns erstmal an die Spielregeln oder so ähnlich. Was haben wir hier? Wow, er hat seinen Freund getötet. Ich meine, muss er ja wissen, aber nett ist das nicht. Heldengrab. Zu meiner Rechten. Also ein Schwert wäre schon ganz cool. Könnte ich aktivieren, aber dann habe ich wieder Gegner da. Ganz viele davon. Ziel erfasst, stell dich deinen Gegnern. Fokus und Ausweichen, Fokus und Blocken. Mhm. Du kannst immer angreifen, auch ohne Ausdauer. Ausdauerpunkte, Ausdauerpunkte 0 AP. Stabilität, zusammenzucken, umgehauen, Stabilität 25% LP. Augenblick der Sicherheit, Unverwundbarkeit. Nur beim Springen, so gesehen. Ohne Staub bin ich wieder angreifbar. Okay. Heldengrab? Heldengrab. Gott damit. Muss ich ja doch in den unteren Wald, wenn das Heldengrab immer weiter rechts sein soll. Fahrt zum Heldengrab. Achso, oder es heißt tatsächlich nur rechts lang. Na gut. Das sind echt aggressive Dinger. Ich würde ja sagen Spermien, aber die da waren blau. Mein Gott. Also 5 Schläge sind zu viel. Wir brauchen weniger. Weniger Schläge. Aber es ist ein schöner Todeseffekt, ne? Einmal dieses kristalline Explodieren. Nichtsdestotrotz 5 Schläge. Okay. Gut, du machst einen Angriff, und zwar einen relativ weiten. Oh nein. Oh mein Gott. Ja, ein Schwert. So wie du. Ich will so sein wie du, nur weniger Schwein. Mehr Fuchs, aber das ist so der Hauptunterschied. Okay, okay. Noch lebe ich. Ich meine, wahrscheinlich sterbe ich auch, wie man immer so schön sagt, aber noch lebe ich. Da kommen wir nicht hoch, hier kommen wir mal runter. Das ist die Hauptsache erstmal. X, okay. Ah. Nice. So muss das, so gefällt mir das. Schwert. Also es gibt eine Trophäe, ich sag's jetzt mal ganz klar, es gibt eine Trophäe, eine andere Waffe zu besorgen, bevor man das Schwert holt, also das Ding hier. Das erfordert wirklich komplett komische Wege gehen, da kommt man meiner Meinung nach nicht drauf, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, aber die Trophäe habe ich schon. Wie man sieht, ich habe nie dieses Schwert gehabt. Ein Schwert. Und mit dem Schwert können wir jetzt unter anderem diese größeren Büsche jäten. Und ich hoffe mal mehr Schaden machen, sonst
Also ich will jetzt nicht ganz, ganz groß meckern anfangen, aber sonst bin ich ein bisschen enttäuscht, weil Schwert, ne? Maggot. Ich wünschte, ich könnte springen. Also nicht dieses Ausweichspringen, sondern halt wirklich richtiges Springen, aber naja. Komme ich lang? Ja. Immer noch keine Ahnung. Beim ersten Mal hätte ich fast gedacht, das ist eine Kopfbedeckung. Aber ein Fuchs, der eine Fuchskappe trägt. Ich meine, kann es ja geben. Klingt nur komisch irgendwie, oder? Mein nur? Bin ich der Einzige? Ich glaube nicht. So, hier ist nichts mehr. Glaube ich. Also wird definitiv vorkommen, dass ich Sachen verpasse. Keine Frage. Von daher. Wenn ihr seht, dass ich was verpasse, lacht mich aus und dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben oder so ähnlich. Da ging es nicht weiter. Okay. Und hier war das Speicherdingsi, ne? Ja. Dann nehmen wir das mal. Das Speicherdingsi. Und dann können wir weitermachen hier, ne? Ist hier drin? Wachhaus Nummer 2. Ich war noch nicht mal in Wachhaus Nummer 1. 2 Topfbomben? Oder sowas? Klingt ziemlich gemein. Ein Topf ist kaputt gegangen. Merkwürdig. Aber nicht weiter drüber nachdenken. Aber ja. Schwert macht definitiv mehr Schaden, finde ich gut. Ich meine, kein Wunder, das andere war nun mal ein Stock. Ne? Kein Wunder, dass ein Stock nicht so viel Schaden macht. Secret. Blaues Plitschi-Platsch in Glas. Stand da. Ganz, ganz offensichtlich. Unterer Wald. Sag ich eigentlich in den unteren Wald? Stand da nicht irgendwas von wegen Hauptmann der Wache? Da stand nichts von unterer Wald. Können wir noch nichts mit anfangen? Na gut. Schatztruhe, keine Gegner, don't mind, don't mind if I do. Okay, theoretisch jede Spinne 4 Schläge. Oh nein. Ja. Hörst du? Hör auf, mich zu verfolgen. Jesus Christ. Okay, nur noch du und ich, Spinne. Ob ich das überlebe? Yeah. Gruselig. Sechs Zuckerstangen, Dynamitstangen, habe ich schon Stangen erwähnt. Merkwürdig, aber okay. Ich weiß nicht, wie ich nach da unten kommen soll. Oh, Moment. Eigentlich hasse ich ja so isometrische Kacke, ne? Aber... Ne Golddublone. Aber für Tunic mache ich eine Ausnahme. Wobei ich. Also, ich will immer noch nicht in den unteren Wald. Also. Ne, also Schweinebärmänner könnte ich besiegen, vielleicht unter Umständen, aber was habe ich davon? Ja, nein. Kaputtes Dingsi.
Cool. Auch ich bin ein Fan von kaputten Dingern. Ich nehme an, Wachhaus 2 ist damit erstmal durch. Schwein gehabt, dass ich nicht durch die Spinnen gestorben bin, scheinbar. Das wird gefuchst, gespeichert. Und dann weiter. Okay. Ja, doch, mit böse angucken von hier drüben. Wichtig. Mit Schwert ist doch einfacher umzugehen als mit Stock. Da scheint nichts zu sein. Ich kann von da direkt die. Oh, okay. Nichts davon, aber es ist Weg. Ja. Yeah. Tür ist nicht offen. Die Tür ist nicht offen, Sora. Ja, stellt sich heraus, der kleine Fuchs ist ein besserer Schwertkämpfer als diese trainierten Schweinewachen. Oder was auch immer die darstellen. Manchmal ist das halt so. Es wird immer in Animes thematisiert, ne? Wenn man ein Normalo ist, dann hat man keine Chance gegen die Genies. Meh, 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 meh. Und so. Wachhaus 1, okay. Dingy? Ah, lässt ein Leiter erscheinen. Okay, cool. Ja, keine Ahnung. Metroid-Eier-Schale? Ich weiß es nicht. Hauptmann der Wache, ey! Ich hab deine Comic-Seite. Ich bin ein Fan von dir. Wow. Yeah, first try, no hit. Ja. Komm jetzt drauf. Komm jetzt drauf. Okay. Also spätestens jetzt wäre es mir peinlich geworden, wenn ich das noch angehabt hätte. Ich hätte nur nicht. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass der bei einem neuen Spiel das auch drin behält. Warum auch immer. Dann wiederum, warum sollte er Optionen halt einfach umstellen, ne? Naja. Easy. Heiltrank. Ne, also nehme ich an. Würde Sinn machen, ne? Heiltrank oder Herztrank. Irgendwie sowas. Komme ich jetzt zur Glocke? Komme ich jetzt ins Fernsehen? Und warum habe ich noch kein Schild? Stell dich mal vor, Link hätte damals den Dekobaum machen müssen ohne Schild. Wisst ihr, was passiert wäre? Gar nichts. Er wäre nämlich nicht an den Dekus unten dran vorbeigekommen, weil er die Dinger nicht hätte zurückschleudern können. So sieht's nämlich aus. Ocarina of Time daran gescheitert, dass er kein Schild mitgebracht hat. Gut, dann hätte es gehießen, ja, geh nochmal raus, kauf dir den Schild, ne, aber... Mann, wie peinlich. Naja. Leuten schlagen. Zum Leuten schlagen. Warum ist das französisch? Warum ist das... Warum habe ich wieder so einen Hang zum Französischen in meinen Spielen? Ich nehme mal an, das war dann so viel dazu, ne?
Geht's da rein? Nice. Keine Ahnung, wo ich hier bin, aber hier ist eine Schatztruhe. Also, so schlecht geht's, ist es hier nicht. Definitiv keine Droge. Das ist eins meiner Lieblingsitems, keine Droge. Ja, cool. Das Ding leuchtet wieder in diesen drei Dingern. Wenn ich nach Anleitung gehe, müssen wir jetzt in den Westwald, ne? Nehme ich mal an. Dann sollten wir das wohl als nächstes in Angriff nehmen. Und dann geht die für immer versiegelte Tür wieder auf. Wäre dann ein sehr kurzes für immer versiegelt, ne? Aber naja, gut, was soll's, ne? Ich will mich mal nicht beschweren. Ausgewichen. Nicht wie ein Profi, aber ausgewichen. Na, wisst wohl. Nimm das. Ja. Oh. Westgarten, dunkles Grab, altes Haus, Ostwald. Oh, ich bin sogar eingezeichnet. Bin ich immer eingezeichnet? Das ist ja voll cool. Bergtor, dunkles Grab. Du bist auch süß. Schweinebärenmann, Wächter, den ich die ganze Zeit sagte. Westgarten. Übrigens auch, wenn man jetzt im Hintergrund guckt, ne? Dieser Filter darüber, ich finde das super. Die Oberwelt. Ja gut, da waren wir. Da ist eine Note? Fragezeichen? In der Kanalisation. Schleime. Schlorm. Entschuldigung, Schlorm. Oh, guck mal, Schlorm. Eine Art Schleim, der dir ständig zu nahe kommen will. Betäube ihn durch Blocken. Geschütz. Will etwas schützen, aber was? Umkreise ihn und benutze den Schild. Tipp, Schild. Hinein. Fragezeichen. Tod. Kanalisation. Okay. Ah, ihr seid so viel einfacher. Mit Schwert seid ihr so viel einfacher. Es ist schon fast nicht mehr fair. Dann komme ich denn darunter gar nicht. Okay. Lasse ich erstmal so. Ist das ein Energiekristall in der Mitte oder sowas? Na gut. Das war die erste Folge von Tunic. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, mir hat es gefallen. Und beim nächsten Mal scheinbar Westwald. Ne, Westgarten, entschuldigt. Wofür wir erst ins alte Haus müssen, dann in die Kanalisation. Laut dem Ding. Das heißt, wir sind hier, wir müssen hier rüber, müssen da dann hin. Wir werden sehen. Sprach der Blinde und verschwand in der Wand. Bis zum nächsten Und Mal. auch beim nächsten Mal kullern wir durch die kunterbunte Welt von Tunic. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, ein Abo, kommentiert das Ganze. Und wenn ihr wollt, es gibt noch tausend weitere Videos hier auf dem Kanal. Tobt euch aus. Bis zum nächsten Mal.